Die Sparkasse Aachen hat mit einer großen Einweihungsfeier die neue Geschäftsstelle in Rötschen eröffnet. Auf rund 1200 Quadratmetern bietet der neue Gebäudekomplex barrierefreie Geschäftsräume mit viel Platz für persönliche Beratung und Betreuung der Sparkassenkunden. Die Eröffnung hatte einiges an Unterhaltung für Groß und Klein anzubieten. Alles unter dem Thema Kundennähe. Wie auch der Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Aachen, Norbert Laufs, in seiner Eröffnungsansprache betonte. Mit Geschäftsstellenleiter Manfred Dunkel freuen sich nun auch Kunden und Angestellte über die hell gestalteten Räumlichkeiten, die mit modernster Technik ausgestattet sind. Das Gebäude ist eigentlich sehr schön geworden. Es sieht sehr freundlich und offen aus. Ich freue mich sehr, in diesem schönen neuen Gebäude arbeiten zu dürfen. Für die Planung des Gebäudekomplexes war das Rötschner Architekturbüro Nellissen, Brasse und Pachner zuständig gewesen. Dazu Architekt Peter Kutsch. Die Zusammenarbeit mit der Sparkasse war außerordentlich gut, sehr vertrauensvoll, sehr zielorientiert. Und die Sparkasse hat ja noch einen eigenen Architekten eingesetzt, den Ralf Esser, und mit ihm war die Kooperation auch sehr, sehr zielorientiert und außerordentlich positiv. Die Geschäftsstelle Rötschen betreut derzeit rund 4000 Kundenkonten. Unterstützt werden die Geschäftsstellenmitarbeiter nun auch von Wertpapier- und Kreditfachberatern sowie Vermögens- und Firmenkundenberatern. Der Tradition folgend wurde auch das neue Gebäude feierlich eingesegnet. Blickfang und Anlaufstelle für Sparkassenfinanzdienstleistungen in der Nordeifel, die neue Sparkassengeschäftsstelle in Rötschen.